Lass dein Handy auf laut und ich rufe dich an, wenn es jetzt zur Nacht schon kommt. Hä? So süchtig bin ich nur auch nicht. Ich muss sowieso irgendwann schlafen, ja. Dann kannst du schlafen gehen und... Toll, dann wächst du mich schön im Tiefschlafen. Nee, danke. Hallo Ben, du kannst jetzt zocken. Oh, ich dachte, warum schläft denn hier irgendwas hinter meinen Bären? Aber es ist meine Katze. So. Katze. So Karpfen braucht man wirklich nicht. Ich wollte jetzt gerade sagen, und heute gieße ich, weil sonst wieder kein Trottel gießt, aber offensichtlich regnet es. Ja. Das habe ich aber schon gesagt, dass es heute regnen wird. Ja. Hat irgendjemand noch Dünger? Ich kann noch minimal Dünger machen. Ernten. Ich habe 3 Sonnenblumen. Ich kann 5 Dünger noch, habe ich noch. Dann düng mal, weil ich habe noch 2 gemischte Saat. Ich gehe in, Wo soll ich denn hindüngen? Da, wo Platz ist. Sandkohl. Hier ist noch mit Schnellwachs, ist hier noch gedüngt 2-mal. Schnellwachs? Hier. Da, okay. Ja. Und leer. Dann brauchen wir keinen Dünger mehr. Du hast Wachs. Schnellwachs. Nicht Wachs. Wachsen. Unser Silo steht. Cool. Dann. Dann kaufen wir jetzt eine Kuh. Hm. Mach ich gleich. Ich mach schon mal ein bisschen Dingens rein. Ich auch. Nicht da ein Stück weiter weg. Stehen. Ja, ich. Bin ein Stück weiter weggegangen von dem Kuh-Ding. Jetzt reichen so in bis Seefelder reichen aus, dann musst du das erstmal ein bisschen wachsen lassen. Wachsen. Ja, solange wir hier nicht alles bepflanzen wollen, wir können ja auch alles bepflanzen, gell? Ich mache ja bloß bestimmt ein bisschen aus. Ja. Ich bin in der Mine. Also ich habe schon 40 Heu gesammelt bei mir. Sehr schön. So, jetzt gehe ich mal die Kuh kaufen. Dann fange ich schon mal an, den Dings zu pflanzen. Eisenzaun, Holzzaun, Steinzaun, Alter, das geht Benni ist da durch. So, Tiere kaufen. Milchkuh. Oh. Immer noch mehr Eisenbarren. Dieb. 10 Dinge. Wie wollen wir denn die Kuh nennen? Da kann man ja jeden einzelnen Namen geben. Hier steht Tuno. Ja, das kann auch zufällig. Bertha. Dann nennen sie halt Bertha. Lotterbelle finde ich aber auch lustig. Lotterbelle. Auch das ist Lotterbelle. Aber ich kann auch Lotterbelle draus machen. Du kannst auch Tabelle draus machen. Ich mach Lotterbelle. Klingt so ein bisschen wie Lotter. Sehr schön. Ich sende die kleine Lotterbelle sofort zu ihrem neuen Zuhause. Soll ich noch eine zweite kaufen eigentlich? Ja, wenn wir Geld haben, hau rein. Wir brauchen wir haben doch in dem großen Platz für 8 Tiere oder so, oder? Ja. Dann können wir ja 2 so, Kühe, wie, 2 Schweine. Wie soll die jetzt heißen? Die Schweine kommen aber erst bei der letzten. Na gut, dann eben noch 2 Kühe und 2 Schafe. Oh. Nimm doch einfach die Voreinstellung von den Namen. Schafe kann ich noch nicht, wir haben nur Kühe zur Auswahl aktuell. Ja, aktuell, was kommt da noch? Ja, dann Snunani, klingt doch super. Dann ist sie auch nicht allein, die arme Kuh. Sehr schön, ich sende die kleine Snunani sofort zu ihrem neuen Zuhause. Oh shit, ich habe Mist gebaut. Was hast du denn jetzt wieder kaputt gemacht? Ich kann. Nee, kannst du ein Eisentor herstellen? Ich kann nämlich kein Eisentor herstellen. Kann ich. Was brauchst du für das Tor? Einen Eisenbahn, da kriege ich 10 Tore. Okay, ja, ich habe. Ah, nee, Tore, gebaut. Nee, Entschuldigung, Tore nicht. Tore kann ich nur Holz machen. Das ist richtig, ja, das ich kann. Aus. Eisentor gibt's nie. Ach so? Ich glaube, die Tore halten noch relativ lange tatsächlich. Dann mache ich jetzt noch ein Tor. Ich baue jetzt einen Zaun. Ich wollte gucken, was ich hier brauche. Handwerker, Nutzpflanzen. Ein Zaun für unsere beiden Kühe. Oh, ich habe irgendwo schon einen Zaun hingebaut. Aubergine, Kürbis und Süßkartoffel brauchen wir noch, ne? Ja, jetzt ist ja alles oben in der Herbstruhe, die ich ja eigentlich unten haben wollte, während Herbst ist, aber... Und wir brauchen noch eine Wildpflaume. Ja, die habe ich noch nicht gefunden. Also wir haben ja noch genug Zeit, ne, um Wildpflaumen zu finden. Hättet ihr das vorhin mal gesagt, ich habe schon Tiere gefunden. Das ist, glaube ich, ein gepflanzter Baum, den du hier hast, ne? Der muss links, der muss drumherum frei sein, damit er wächst. Ja, hört mir nicht zu. Das ist einer von uns. Ja. Ernsthaft? Ja.
auftauchen. Gehört mir eh zu. Na, das ist jetzt blöd. Hätten wir das vorhin gesagt, hast du gesagt. Ja, da hatte ich zig Wildflaumen, aber ich habe die gegessen. Das wusste ich doch nicht, dass du die gegessen Vielleicht hast. Vielleicht guckst du auch mal selber nach, was für Sachen wir brauchen. Nein. Viel zu kompliziert. So, du hast gesagt, du hast irgendwo die Fleisch hingetan. Achso, in den Monstertruhe? Oder wohin? Ja, nee, habe ich noch nicht abgegeben. Warte mal, welche Truhe hättest du denn gern? Mir egal, da wo ich es finde. Dann ist es jetzt hier in der blauen, die ist am nächsten von mir dran. So. Blau, blau, blau sind alle meine Kleider. Blau, blau, blau. Blau, das ist alles, was ich trage. Das hatte ich Moment, eher aber im Kopf. Jetzt blitzt es doch. Im Kopf. Sollten wir denn nicht. Die ist viel besser. Wenn du gerade von Metal redest, das erinnert mich gleich an Kronkram-Schnitzeln. Weißt du noch? Kennst du noch? Hab ich nie verfolgt. Nie verfolgt? Das Was für ein Frevel. Nee, das ist kein Frevel, das ist ganz normal. Soll ich noch irgendwas kaufen? Ja, ne? Bisschen Saatgut. Welche Saatgut? Ja, gerne. Ist Konkurrenz. Ja, hier. Du bist auch ganz schnell bei den 2 Millionen Abonnenten, dann musst du dich mit ihm um die Views balgen, ja, sagst du? Richtig. Was, um die Views balgen? Um die Views balgen. Ja. Gesucht, Schleimjäger, 8 rote Schleime, 1000 Belohnung. Nee. Ja, Belohnung hätte ich noch ein paar Minuten locker rein. Lass mal hingegangen gucken. Das muss ich dann auch noch annehmen. Was soll ich denn nehmen? Ist egal, oder? Soll ich unseren Stall hier unten noch ein bisschen ausweiten? Wir haben hier nicht so viel Platz. Hallo? Ja. Okay, das ist wohl egal. Nee, was hat sie? Du hast irgendwas von Ausweiten gesagt, das hab ich genau gehört. Das war ich, aber nicht der Ben. Ben wollte, glaube ich, wissen, was er kaufen soll. Benny? Ja, es ist zu spät. Ich kaufe jetzt Auberginen, die kann man mehrmals ernten. Alle 5 Tage. Habe jetzt 40 Auberginen gekauft. Finde ich, lohnt sich noch. Wenn du dich noch einmal beschwerst wegen meinem Pastinakenkaufrausch. Kann nichts dafür, dass das Shit so billig ist. Pastinaken, alles was wir brauchen. Ist alles billig. Alles billig. Der Jabo hat so viel Geld. Tight, Alter. Tight. Irgendwie kannst du es nicht so cool. Das verwirrt mich gerade, dass du Acro Berlin kennst. Tight hat nichts mit Acro Berlin zu tun, also wirklich so null. Lieber Felix, ich habe die Sekte und auch Sido live gesehen. So viel dazu. Das waren die dunklen Stunden in meinem Leben. Ey komm, die waren gut. Wo ist denn das Tor jetzt? Es gibt noch kein Tor, weil ich momentan noch bin. Wie wäre es, wenn du rechts das Tor machst und nicht hier irgendwo links unten? Ich habe 4 Tore gekauft, ich mache auf allen Seiten auf. Aber dazu müsste ich jetzt erstmal den Zaun abschließen und irgendwie... Wer macht das nicht, weil da erstmal die Mukus ein bisschen streicheln und... Achso, Moment mal. Wo kriege ich denn hier Dingens her? Ist das nicht auch hier drin? Da. Dingens. Ganz bekannt. Meinte Heu. Das kriegst du aus dem Silo. Oder von da hinten, ne? Oder wie war das? Ich weiß es ehrlich gesagt. Nee, das kriegt man hier direkt raus. Hier gibt es einen Spender. Muss halt bloß rausnehmen und dann hinpacken. Im Stall. Miep, miep, miep. Es gibt sogar im Hühnerstall. Ben, warte, Ben. Mach mal den Baum bitte weg, ich habe meine Axt nämlich nicht dabei. Es gibt sogar im Entenstall gibt es einen Brutkasten. Warum hast du da in der Mitte noch so ein Ding gesetzt? Weil ich neu konzipiert habe. Ich hatte den hier schon abgebrochen und dann habe ich gedacht, das ist aber echt wenig Platz. Und dann habe ich gedacht, ich baue noch ein bisschen nach unten. Neu konzipiert? Ja. Andere würden sagen, ich habe versagt. Zu solch dunkler Stunde noch solche Fachwörter auf dem Kerb holzen. Dunkle Stunde. Ja, die dunkle Stunde der Menschheit, merkst du doch, ja? Ja, voll. Wir spielen Stardew, das ist eindeutig die dunkelste Stunde der Menschheit. Ja, guck raus, es ist doch dunkel, oder habe ich Unrecht? Du hast Unrecht. Einfach nur aus Prinzip. Danke. Ja, da bin ich ausnahmsweise mal Bens Meinung. Aber auch nur, weil ich deiner Meinung bin. Richtig. Ich hab Hunger. Ach nee. Du hast mal Hunger. Ich hab vorhin 2 Schnitten gegessen. Ich hab trotzdem jetzt übel Hunger gerade. Ich hab vorhin ein Beefsteak gegessen und hab bei 13 Uhr nichts gegessen. Ach, schon wieder eine scheiß Fackel im Weg, ey. Du bist auch komisch, ja?
Ja, ich bin wieder komisch, genau. Du bist schon immer komisch gewesen. Ich habe vorhin Gemüsepfanne gegessen und habe aber auch wieder Hunger. Wir sollten einfach gemeinsam kochen. Treffen wir uns mal zum gemeinsamen Kochen? Nee, im Livestream. Jeder guckt sich den Stream vom anderen an, während der andere kocht. Okay. Ich habe für uns Kartoffeln mit Quark gemacht. Okay, das ist ekelhaft. Das nee. Bäh. Was ist denn für ein Problem mit Kartoffeln mit Quark? Es schmeckt nicht. Kräuterquark schmeckt super dazu. Nee. Kartoffeln mit Quark ist so ein schlimmes Gericht. Hab dich nicht so. Ist aber sehr gesund. Noch Leberwurst dazu. Schmeckt auch noch das ist toll, gut. Das ist sehr gesund. Da esse ich die Kartoffeln lieber roh. Mit Leberwurst ist ja widerlich. Ja, so wird es bei uns aber serviert mit Quark und Leberwurst. Mit Quark und Leberwurst? Ja. Quark, Leberwurst und Butter. Was ist denn bei euch im Osten kaputt? Nix. Wir hatten damals nicht viel. Ja, aber Leberwurst. Also Quark, Leberwurst und Butter ist der klassische Kartoffel mit Quark. Nee, bei uns ist Kartoffel mit Quark tatsächlich Kartoffel mit Quark. Aber vor allen Dingen auch nur so wenig Leberwurst, dass es ungefähr für eine Kartoffel reicht. Ja, das ist ja Quatsch. Das ist echt nicht viel Leberwurst. Und Scheibchen Leberwurst kriegst du. Ja, wenn du in ein Restaurant gehst, vielleicht zu Oma oder so. Roger Bell versucht zu schlafen. Gibt's ja als Restaurant sogar. Also nach dem Ding hören wir dann auf, oder? Ja, nach dem jetzigen Tag. Ist zwar schade, dass ich erst später hinzugekommen bin, aber mein Gott, das ist die gerechte Strafe. Wir haben ja auch länger gemacht als sonst, lieber Felix. Ja, also ich wollte gerade sagen, ich habe auch ein bisschen länger gemacht. So darfst gar nicht weinen. Ja, ich In der Baumaterialtruhe ist jetzt auch der Melkkübel, da wo auch die Torten drin sind, weil ich habe keine gute Idee, wo es ist. Das ist perfekt so gemacht, dass man da hinten nicht mehr rumlaufen kann. Ja, ich weiß. Blöd. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ich will nach Island, aber in Island soll es kalt sein. Ich will nach Island. Kommst du jetzt in den Flieger? Ich will nach Brasilien. Ach ja. Deswegen bin ich, glaube ich, einer der wenigen Menschen, die Little Britain nicht lustig finden. Ich finde Little Britain auch nicht lustig, von daher. Dankeschön. Ich finde Little Britain lustig. Das Einzige, was ich lustig finde, ist das Ministerium der sinnlosen Geharten da. Das ist ganz witzig. Ja, was? Was? Es gibt einen Sketch, da haben sie Ministry of Silly Walks eingeführt und jeder, der dort arbeitet, macht irgendeinen sinnlosen anderen G-Stil. Das ist ganz witzig, weil es einfach nur ulkig aussieht. Muss mal googeln, findest du bestimmt, das ist ein ewig alter Sketch von Little Britain. Was ist halt der Stelle? 23:40 ist übrigens. So, um euch mal zu für 8 rote Slimies, das mache ich dann morgen. Morgen? Also, der nächsten. So, warte mal, jetzt kriegt die Pam noch ihr Bier. Her damit. So muss es sein. 10 Aquamarinen. Was hatten wir beschlossen? Was mit Aquamarinen? Aquamarinen sind 6-mal da. Aquamarine kannst du sehr gut verschenken, auch so tagtäglich mal an Leute. Naja, sind da 2 für jeden da. Wir wollen das Zeug verticken. Nicht so gut wie Eingemachtes. Wir brauchen mehr Eingemachtes von Ben. Ich habe jede Menge Eingemachtes in dem links unten. Dann mache ich jetzt auch noch dein Bier dazu. Ja, da habe ich doch auch das Bier hingetan gehabt. Ja, alles gut. Hättest du ja nur einfach eines rausnehmen können. Ich habe mir oben die rausgenommen, dass wir das wieder neu befüllen können, aber dafür habe ich jetzt keine Zeit mehr. Ich glaube, er hätte echt kein Glück gekriegt, nur Müll. Also wirklich nur Müll aus dem Angeln. Ich lasse es mal lieber. Ich gehe jetzt mal ins Bett, wir haben 1:10 Uhr. So, damit war es das wieder für heute. Katze aus dem Bett. So, hallo. Jetzt bin ich auch zu sehen. So. Heute mit einem Trinkbecher, über den du mich wahrscheinlich hauen wirst. Wieso? Weil er von Silbermond ist. Silbermond? Achso, die Band. Ja. Ach Gott, das gibt's noch. Die treten jedes Jahr bei den Filmfestspielen am Elbufer auf, weil da auch Musikbands auftreten. Und das ist ziemlich emotional. Und cool. Wenn das komplette Publikum plötzlich ein Klassiker von denen singt, nachdem die so ein bisschen erzählt hat, dass es so eine schwierige Zeit war letzten Jahre und so, weil die da in der Band Probleme hatten, aber trotzdem doch als Band zusammengeblieben sind. Eingelegten Mais überall. Also erstmal, ich schlage niemanden dafür, dass er andere Musik hört als ich.
Für schlagen? Achso, habe ich für schlagen gesagt? Du hast gesagt, dafür würde ich dich wahrscheinlich schlagen. Das nee, hauen habe ich gesagt. Das da ist schon liebevoll. Ist. Schon ja. Ja. Der Einladungscode ist schon in den Spiele-News. Okay. Und Twitch stellt weder den Namen um vom Spiel, noch sagt er mir, dass du streamst. Ah, jetzt sagt er mir, dass ich stream. Cool. Ich habe gerade einen Brief gekriegt, dass ich beim Laden vorbeikommen soll, will die mir da irgendwas zeigen will. Ich habe dummerweise beim Reinklicken das Bild weggemacht. Kann ich denn sehen, wann aktualisiert sich denn dieser blöde Twitch-Titel? Aktualisiert sich gar nicht. Was soll denn der Mist? Ich spiele kein Dota. Ziemlich obviously spiele ich kein Dota. Benni, was isst du gerade? Mücker-Schokolade. Die war wieder im Angebot im Kaufland. Lebkuchen, Herzen, Zartbitter. Boah, geh mal weg mit Lebkuchen, Alter. Das ist viel zu früh. Ja, das ist es tatsächlich. Ich kaufe das erst im November allein schon aus Prinzip. Ich habe gestern Abend Weihnachten in Familie laut angemacht. Alter. Meine Freundin ist halb ausgerastet. Tatsächlich kicken mich die Lebkuchenherzen gerade mehr als deine Milka-Schokolade, Ben. Tja, dann bin ich ja nicht mehr nicht der Böse wenigstens. Nee, aber mit Zartbitter mag ich nicht, aber die mit Milchschokolade. Ja, mit Vollmilch. Hier unten kann Weizen mit der Sense abgebaut werden, wenn sich jemand findet. Geister sind sehr glücklich heute. Ich sollte irgendwas machen, wo ich Glück brauche für. Angeln? Oder angeln? Wir wollten unsere Tiere weiter ausbauen, ne? Wir haben letztes Mal irgendwie den Hof und so, ne? Und wir brauchen noch wieder Gold und Eisen oder für weitere Sprengler hier unten. Ja. Also soll ich die. Ich glaube, Eisen war unser Problem. Soll ich das Senfkohl in die Verkaufenkiste hauen, oder? Wie immer, 6 normale zumindest aufheben. Normale. 6 normale und ein goldenes. So haben wir es bei den meisten gemacht, ja. Oder versucht zu tun. So, jetzt mal gucken. Wir haben 3 Eisenbarren und 12 Goldbarren, also brauchen wir Eisen. Aber für die 3 Eisenbarren und die 12 Goldbarren könnten wir ja schon mal. Ich muss Geoden aufmachen gehen, sehe ich gerade. Achso, genau, und du hattest angefangen, oder ihr hattet hier fast. Gehege fertig. Warum habt ihr links den Eingang zum Gehege gemacht? Ach nee, rechts und links ist einer. Oh mein. Alles oben okay. Oben ist auch noch einer. Alles okay. Ich habe ganz viele gemacht. Stimmt, und wir hatten ja auch schon Tiere. Total vergessen. Mau. Und irgendwo hatte ich auch noch einen Milcheimer. Weiß man, woher man Kühe melken kann? Also warum ja, das einfach sieht? Hingehen. Einfach hingehen. Kannst du es jeden Tag? Jeden Tag. Okay. Und du musst es auch jeden Tag einmal machen, sonst wären die unglücklich. Ja. Wenn sie unglücklich sind, dann geben sie nicht mehr so qualitative Milch. Genau, ich mach's gleich. Ich sag denen auch gleich Hallo. So, ich habe jetzt 3 Sprengler noch hier unten gebaut und wir müssen hier oben auf jeden Fall noch gießen. Nicht, dass wir das. Hab ich was verpasst, ja? Ja. Hier ist eins in der Mitte, wo wir keinen Sprengler haben. Iridium, wir haben Iridium gefunden. Glückwunsch, da habe ich den Milcheimer. Also 6 Stück. Guck mal für morgen, hier gibt es in der Mitte gibt's welche, die nicht, wo ein Sprengler fehlt, dass wir da dran denken. Achso, ich kann auch mal dieses Tor aufmachen, oder? Wir können die raus. Nein, die sollen noch nicht auf dem Feld rumrennen. Die haben ja extra den Zaun, dass sie da sind. Snunani ist zu jung, um Milch zu geben. Nee, kann man wohl doch noch nicht. Stimmt, die werden ja noch erwachsen. Ich muss dann auch noch mal kurz weg, weil ich mache gerade Essen. Weil wir sind ja gerade erst vom Autokauf zurückgekommen. Lotterbell ist zu jung, um Milch zu geben. Also die sind beide noch und zu jung. Dann streichelt sie zumindest. Hab ich schon. Freut sie sich. Ich hab sie gestreichelt. Ich meine nicht, dass sie auf dem Feld rumlaufen, sondern dass die hier ihr Gehege haben. So, ich habe dir den Auslauf aufgemacht, dass sie rauslaufen können in ihr Gehege. Ach so, das kann man auf und zu machen. Hast du das nie aufgemacht? Dann laufen die doch gar nicht raus, wenn du es nie aufmachst. Ich habe es nicht zugemacht, nachdem ich es wohl aufgemacht habe. Aber aua. Okay. Warum soll ich das denn wieder zumachen? Den Faceform kann ich nur bestätigen, Felix. Aber warum soll ich es denn wieder zumachen? Damit es drinnen nicht kalt wird im Winter. Eben. Jetzt habe ich es im Winter wahrscheinlich zugemacht, aber bei mir ist aber Winter ansonsten hast du es immer offen. Ja, warum auch nicht? Aber so, die Tiere reißen aus. Das passiert auch ganz gern mal. Ja, das hatte ich ja auch schon. Wenn dann der Zaun zerfällt, dann sind sie auf einmal auf dem ganzen Feld. Aber das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Also ich meine, da können sie ja auch das Gras essen, was nicht im Gehege ist. Ich weiß gar nicht, was das Problem ist, wenn die Tiere bei einem rumrennen.
Ja, das die fressen dann deine Sachen auf dem Feld. Tun sie das? Denke ich schon. So wie das auch normale Kühe machen würden. Lecker frisches Zeug. Also Maru darf man keinen Honig geben. Und dem einen Typen kein Kiefernharz. Warum schenkst du jemandem Kiefernharz? Weil ich es gerade zufällig da hatte. Ich glaube, Kiefernharz will keiner haben. Jetzt steht Stardew Valley da. Endlich. So. Also ich bin ab und zu mal kurz am Herd wahrscheinlich, weil ich Nudeln mache, ne? Also das so, wenn ich mal kurz rumstehe. Musst du ab und an dran denken, dass du bei uns wieder kommst, um ja, schlafen zu gehen, ist klar. Richtig. Ich lege noch ein bisschen Blumenkohl ein, ne? So, und ich sammle noch ein bisschen Eisen. Och. So, hab ich jetzt hier vergessen zu gießen, angeblich. Wenn du möchtest, noch ein paar Samen für unten kaufen. Wir haben noch eine ganze Reihe unbesamt. Kann ich machen. Aber es ist schon 16 Uhr, das wird knapp. 17 Uhr hat er offen. Ich weiß, aber der rennt ja 17 Uhr sofort weg und dann kannst du nie wieder mit ihm reden. Nie wieder. Zumindest nicht für den Tag. 16:30 Uhr. Hut. Go. Das gibt mir keine näheren Infos. Oh, 16:50 Uhr, ich komme schon genau zu spät. Hier geblieben? Ja, er läuft gerade los, wo ich da bin. Nein. Eventuell, weil ich einen kleinen Schlenker gemacht habe. Warum hast du denn einen kleinen Schlenker gemacht? Du hast so gewusst, dass es eilig ist. Weil ich dachte, ich habe noch Zeit. Ich dachte nicht, dass es so knapp wird. Was knapp? Penny, das hier ist so ein kleines Städtchen. Du kannst es nicht vermeiden, alle zu treffen. Der hast aber selten geredet. Das sagst du doch ganz am Anfang irgendwann. Papa kommt bald zurück. Was, Vincent? Ich hoffe, er bringt mir ein Spielzeug mit. Was? Vincents Papa? Wer ist Vincents Papa? Und wieso ist er nicht da? Dazu sagen wir jetzt nichts, weil das spoilern wir. Ach, Mann. Eben, Benny, wir dürfen ja nicht mehr spoilern. Da darfst du Sachen nicht fragen, wenn du sie nicht wissen willst. Ich habe nicht behauptet, dass ich sie nicht wissen will. Aber du kannst das auch einfach selbst erfahren. Wenn da war ein Maru da. Hä? Was für 40? Maru war neben dem Gemeindehaus, das ist so wie so ein. Keine Ahnung, Grab oder sowas. Und. War da ja. Und das hat mich verwirrt und so generell. Im Übrigen, das ist jetzt kein Spoiler, weiß ich und Felix ganz viele Sachen wissen wir auch nicht, weil die nämlich für den Multiplayer-Patch haben die auch neue Sequenzen eingefügt. Hoch. Also so Story-Sequenzen, wenn man die Leute mag, dass man viel mehr davon hat. Okay. Deswegen habe ich ganz viel nämlich auch noch nicht gesehen. Das ist doch gut. Wer hatte die starke Axt? Ich habe nämlich gerade was Lustiges gefunden. Ja, das zeige ich dir dann morgen, in Anführungsstrichen. Jo, falsche Richtung. Und the next day. Und in der nächsten Folge sehen Sie... Das machen wir erst am Ende vom Stream. In der nächsten Folge könnte dann schon Winter sein. Na, wobei, wahrscheinlich eher nicht. Wir schaffen so 5-6 Tage am Tag. 15 Minuten halt pro Tag, ne? Ja, in etwa. Ich habe einen Amethyst geangelt. Dankeschön. Weil wir dann eigentlich 10 schaffen müssten. Hä? Kann mal irgendjemand... Wenn wir 2 Stunden spielen, schaffen wir dann 8. Was kann mal irgendjemand was? Irgendjemand von euch mir den Gefallen... Wo seid ihr denn alle? In der Stadt angeln. Du angelst beim Haus, Felix? Nein, ich bin am Haus. Oh, perfekt. Dann nimm doch mal aus der Kiste mit unseren Gegenständen so Ringe und den ganzen Kram und verkauf die mal bei dem Wildlife Club. Und dann könntest du mir nämlich auch sagen... Abenteuerclub. Dann können wir uns dann gleich nachher da treffen und wir können mal vergleichen, ob wir die gleiche Anzahl an getöteten Slimies und sowas haben, ob das zusammenzählt oder jeder für sich. Das würde mich nämlich mal interessieren. Hä? Geh einfach, schnapp dir was du nur beim Abenteuerclub verkaufen kannst und geh zum Abenteuerclub und sag mir, wenn du da bist. Wir machen das einfacher. Abigail, hier geblieben. Können wir das morgen machen? Also, bitte was? Können wir das nicht am morgigen Tag machen? Oder? Kann man auch morgen machen. Ich wäre jetzt halt gerade da, aber... Machen wir das mal morgen, weil mein Wasser kocht nämlich gerade.
Ach so, okay. Dann das ist ja ganz lieb und nett. Ich habe jetzt schon mal alles reingepackt, sonst ist ja kein Problem. Wo sollte denn die Axt hin? Alles gut, mach dein Wasser. Blumenkursaat ist Frühling, ja. Okay, soll ich bleiben. Das Wasser nicht anbrennen. Nee. Nee, das kann man schaffen, ja. Wenn du Salz reintust, kann das anbrennen. Ja. Dann brennt aber nicht das Wasser an, sondern das Salz. Ja, das Wasser ist dann halt weg. Genug geschissen und so. Ich habe letztens Nudeln auf dem Herd vergessen. Das ist ekelhaft. Mm. Yum, yum, yum. Ich wollte meiner Nachbarin was vorbeibringen oder sie wollte, dass ich irgendwas abhole, ich weiß es nicht mehr. Und dann haben wir, also sie und ich weiß nicht, wie wir das schaffen, wir verquatschen uns immer. Das ist so ein bisschen, meine Mutter sagt immer, die Welt könnte untergehen, wenn zwei Frauen beieinander stehen. Und das trifft auf uns beide ganz gut zu. Und dann habe ich mit ihr gequatscht und gequatscht und gequatscht. Und irgendwann meinte ich, oh Gott, ich wollte ja noch eine Cola aus dem Auto holen. Dann haben wir die Cola aus dem Auto geholt, dann haben wir gequatscht, gequatscht, gequatscht. Und irgendwann fiel mir ja ein, dass ich Nudeln auf dem Herd hatte. Nach so einer Dreiviertelstunde. Und ich bin ganz kurz davor gekommen, dass sie mir angebraten sind. Angebrannt. Also, aber damit waren sie schön breiig, sagst du? Ja, oh Gott, war das eine leckere Konsistenz. Richtig schön wie Kartoffelstampf, nur aus Nudeln. Richtig. Das hat auch geschmeckt wie Hund. Du hast es noch gegessen? Naja, es ist ja nicht kaputt. Eigentlich schon. Nö. Es ist ja vom Geschmack her deutlich schlechter und es ist von der Konsistenz her echt mies, aber es ist noch verwertbare Nahrung. Also Mehl pur essen schmeckt mir ja auch nicht, aber es wäre auch verwertbare Nahrung. Also isst du ab sofort Mehl pur, weil es so günstig ist? Ja, ganz so arm bin ich momentan noch nicht, aber ich habe tatsächlich sehr viel in letzter Zeit gegessen, was ich eigentlich nicht wirklich mag. Aber weil es günstig war? Weil ich es kostenlos über Foodsharing gekriegt habe. Dann isst du halt 3 Tage hintereinander Auberginen. So ist es, wenn man kein Geld hat. Okay. Ich habe schon häufiger festgestellt, dass mein kein Geld haben definitiv ein anderes kein Geld haben, wie von den meisten Leuten ist. Du isst halt 3 Tage lang Auberginen. Ja. Was war Wolverine? Auberginen, weil ich kein Geld für andere Sachen habe. Du isst 3 Tage Wolverine? Auberginen. Ich wollte es nur ein bisschen auf die Spitze treiben. Aber wie kann man denn Auberginen essen? Die sind doch aus Metall und Draht. Das sind Penisse quasi. Hofarbeit Stufe 9. Saatguterzeuger, Iridiumsprinkler und Qualitätsdünger. Perfekt. Auf den Saatguterzeuger warte ich schon die ganze Zeit. Also auf den Iridiumsprinkler warte ich eigentlich länger. Das heißt, wir hauen jetzt von jetzt an keine normalen Früchte mehr zum Verkaufen, sondern verwandeln die in Samen.